Yo, willkommen zurück zu einem neuen Servertest auf extrememultiplayer.com. Oh. Yo, und hier auch wieder mit am Start, ja, der Lucifer LP, der gerade die Nice-Ansage hier auch gemacht hat. Ja, und auch dann meine Wenigkeit. Hamai LP! Bitte nicht so freakig und so gay. Es ist Sonntag, gay. Ich bin dann gay. Nee, und okay. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Also links seht ihr halt, ja, wenn ihr auf den Server kommt, steht er da, du bist da. Was, hä? Und dann hier Account. Herzlich willkommen auf unserem Server. Wir freuen uns, dass du zu uns gefunden hast. Damit du gleich loslegen kannst, musst du dich registrieren. Viel Spaß. So, auf Erstellen klicken. Gibt das Passwort ein. Oh, hä, das sieht man noch. Oh, nee. Dann müssen wir kurz schneiden oder so, ne? Oder wie machen wir das jetzt? Schneiden, ne? Schneiden. Ja, also, ich werde vielleicht einen schwarzen Balken drüber machen, wenn ich mir die Mühe machen möchte. Aber ja, doch, das werd ich machen. Ja, also dann. Ja, also ich kann schon mal weitermachen, ne? Jetzt kann ich wieder weitermachen. Hey! So. Gut. Ach, weißt du, das mache ich jetzt auch. Warte mal, ich schneide jetzt auch mal. Hey! Na, jetzt bin ich wieder da. Hey, ich habe das Passwort gar nicht eingegeben. Oh, nee. Oh. So, nochmal. Gleich kommt's. Ja, hey, Leute! So, jetzt bin ich wieder da. Profis an der Arbeit, ey. Gott. So, Login. Willkommen zurück auf Extreme Real Life. Wir bitten dich zu akzeptieren, dass wir, ne, noch in einer Aufbauphase sind. Ah, okay. Es kann sein, dass EVTL. Noch ein paar Books vorfindest. Also zum Lesen, oder wie? Ach so, Bugs! Ah, gut, das ganze Admin-Team wünscht dir weiterhin viel Spaß bei uns. Was Lukas noch vergessen hatte, melde sie per große Klammer, eckige Klammer auf, / Support, eckige Klammer wieder zu. Okay, was müssen wir jetzt da eingeben? Login? Ich weiß es gerade auch nicht. Soll ich jetzt einfach akzeptieren? Server close the connection. Das ist aber schade. Spawn? Spam! Muss ich jetzt mein Passwort wieder eingeben? Ja, dann mache ich kurz einen Neustart. Wartet mal kurz. 6. So! Hallo und willkommen zurück nach einem kleinen Absturz. Ach, jetzt. Gut. Oh, schlimm hier. Ja. Ja? Wir heißen dich recht herzlich willkommen in unserer netten und verrückten Community, um es so leicht wie möglich dir zu machen, halt blabla, wirst du gleich auf unserem Server eingewiesen. Dort kommt halt die Stadthalle, ne? Hier ist unsere Stadthalle, kannst du viele... Was? Ja, in unserer Stadthalle kannst du viel erledigen. Du musst hier deinen Personalausweis beantragen, damit du beweisen kannst, dass du Bürger von Los Santos bist. Hey, hey! Du liest schneller. Und um die zu mieten oder ein Haus zu kaufen. Die Stadt ist mit einem S markiert. Oh, so, das ist LSPD. Die Polizeistelle in Los Santos hat viel zu tun, um den Verbrechern keine große Chance zu gewähren und um die Straße von Los Santos sauber zu halten. Wenn du in einer Notsituation bist, dann machst du einfach / Dann machst du einfach Bank, denn hier kannst du Geld abheben und Usern Geld überweisen. Ebenfalls kannst du hier einen Kredit aufnehmen und auch Verbrecher sein, genau. Du kannst auch die Tresortür aufbrechen und die Bank ausrauben. Ey, geil. Bürgerschott Nord. Das hier ist der Bürgerschott Nord. Den nennt man auch BSN, wo du essen, trinken und ein bisschen relaxen kannst. Ja, jetzt kommt das Alcatraz. Alcatraz! Zum Ende. Hier ist unser Hochsicherheitsgefängnis, wo die User eingesperrt werden, die weiter oben auf der meistgesuchten Verbrecherliste stehen. Hier sind wichtige Tipps. Das hier ist der Bahnhof in Los Santos. Hier beginnt dein neues Leben auf Extreme Real Life, wo du... Ja, hier sind Testdaten. So, ne? Um auch so einer Fraktion beizutreten oder so, da musst du halt auch mal
im Forum nachgucken. Man kann auch einen /Report machen, um dort zu seine Probleme zu beschreiben. Auf /User-Server-Info findest du halt den Teamspeak 3 und die Forum-Adresse. Und ja, dann einfach noch viel Spaß hier auf Extreme Real Life. Multiplayer! So. Gut, du stehst in mir. Als Startbonus hast du einen Rollerschein und ein Telefonbuch bekommen. Auf der anderen Seite des Hauses ist ein Parkplatz mit Rollern. Achso. Ja, dann gehen wir erstmal. Ach, erstmal holen wir uns hier was zu fressen. Schnapuzzi, gehen wir aus dem Weg hier, ey. Was? Schnapuzzi? Ja, schnapuzzen. Ja, du hast so Klabusterbären am Arsch. Nee. Sag mal, hast du jetzt auch mal die Zeit gestoppt? Nö. So kann ich nicht arbeiten. Okay, den Motor kann man starten mit /Motor. Motor. Den Motor zu starten, /Radio, um das Radio auszuschalten. Das ist geil. Ich hasse Radio. Kilometer, Zustand, Tank, Fahrzeugroller. Ah, ja, coole Beschreibung, auf jeden Fall gefällt mir. Ne? Jo. Ja, jetzt gehen wir erstmal zur Stadthalle, oder? Ja, ich folge dir, mein Freund. Was? Benutze Parktor, um das Tor zu öffnen. Was ist denn das für eine Scheiße? Warte. Oh, ja, danke. Ja, danke schön. Wir haben das Geld, weißt du? Also, ihr müsst einfach auf den nächsten dann warten, der das für euch macht. Der einfach mal es öffnet. Und hier gibt es auch ein Navi. Machen wir mal /Navi. Ups. Ich glaube, Navi geschrieben. Ja. Öffentliche Orte, Läden und Behörden, illegale Orte, Autohäuser, Gang- und Mafienorte, Führerscheine. Und wir wollen natürlich zur Stadthalle. Da, Los Santos Stadthalle, ne? Ja, sehe ich. Geil, gehen wir da als erstes hin so. Hä? Ich mach grad die Motorgeräusche. Motor? Achso, ja, richtig. Real angehört. Illegal angehört, so. Real. Real. Ja. Real. Willkommen bei der Stadthalle. Oh, jetzt auch eine neu gemappte Stadthalle, ja. Achso, cool. Mit so ein bisschen Glas. Gut, wirft mal so ein kleines vierjähriges Kind aus Spaß mal mit einem Stein. Ist die ganze Scheiße hier im Arsch. Naja, machen wir jetzt einfach weiter. So. Ziel erreicht. Bitte biegen Sie links, Anni. Gut. Du hast die Stadthalle betreten. Ui, ja, was, geil! Was ist das da? Geil, ey! Achso. Oh. Hallo, Beamter. Das ist doch bestimmt der Server-Owner. Ist doch der aus McDonald's, ey. Das ist ein Maggis. Ja. Ach, das ist mein größter Fan. Dein Größer oder du bist sein Größer? Ja, wir machen jetzt einfach mal /Stadthalle. Ach so. Ui, ist Augenkrebs, nicht Spaß. Führerscheinprüfung, Motorradprüfung, Personalausweis beantragen. Machen natürlich erstmal Personalausweis beantragen. Der Antrag wurde erfolgreich gestellt. In 15 Minuten wird er fertig sein. It's the final countdown. Komm, wir machen erstmal die Führerscheinprüfung, okay? Damit ich wieder durchfalle, ne? Ja, bist halt so ein Durchfall-Man. Ich sitz in dir. Oder du auf mir? Ey, wir sind Zwillinge. Geil. Du ein Kopf links, ich Kopf rechts oder so. Ich wusste es schon immer. Achso, wir müssen jetzt lesen. Bei uns geht halt so rechts vor links und so, ne? Ampeln ist halt auch so geregelt. Ja. Die einzige, die diese Regeln missachten dürfen, sind Staatsbeamte. Das ist natürlich klar. Ja, komm, Lukas, ey. Weißt du? Solle dir ein Beamter mit Sirene begegnen, musst du diesen Platz machen, ne? Und durchfahren lassen, genau. Solltest du in eine Verkehrskontrolle geraten, musst du rechts ranfahren, um dem Beamten deine Lizenzen zeigen. Dies funktioniert mit /show licenses oder
Perso. Ich kündige, ey. Damit dein Fahrzeug auch nicht sinnlos. Oh, eine Wespe, ey. Halt dich fern, ne? Da ist nicht eine Wespe, oder lies! Damit dein Fahrzeug auch nicht sinnlos herumsteht und auch nicht abgeschleppt wird, musst du es ordnungsgemäß parken. Parke es am besten auf einen Parkplatz. Wir hoffen, du hast dir alles gut gemerkt. Die Prüfung geht. Nee. So. Welche Verkehrsregeln geht auf diesem Server? Gar keine! Achso. Oh, schlechteste, aber gar keine. Rechts vor links oder einfach links vor rechts. Natürlich rechts vor links. C. Muss ich jetzt mit Enter oder mit Leertaste? Du musst runter mit Pfeiltasten an Enter, glaub, ne? Ja. Hä? War das falsch? Mit Leertaste, du Noob. Achso. Drück schnell. Richtig. Richtig. Und jetzt? Test bestanden. Achso. Du! Was machst du, wenn ein Beamter dir ein Was? Ist halt, wenn ein... Was? Wenn ein Beamter in Not begegnet. Ich fahre ganz normal weiter auf der Straße parken, rechts ranfahren und vorbeilassen. Fenster runter zum Winken. Ja, Fenster runter und winken. War mal C, ne? C. Richtig. Richtig. Okay. Lukas, ich glaube, bei uns beginnt gerade die Zwillingstrennung. Oh, das ist aber traurig irgendwie. Was machst du, wenn eine Ampel rot anzeigt? Schalte an. Naja, ich halte an und warte, bis grün aufleuchtet. Nee, ich parke mein Auto und steige eigentlich aus. Also B nehmen wir, ne? Nimm mal B, komm. Jo, nimm B. Ist richtig? Richtig. Wer ja, sagt das doch. Ja, wie erwartet der Saftsack, ey? Oh, das Gangwaugebiet, also die Gangwaugebiete können jetzt für eine Stunde lang angegriffen werden. Wie schnell darfst du in einer Spielstraße fahren? Grundwissen. Lukas, du? Schnell. Schrittgeschwindigkeit eigentlich, aber ist es jetzt hier auf dem Server? Grundwissen, allgemein, denke ich mal. Ja, drück Lukas D. Ach, richtig. Bestanden. Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein. Lukas, ich habe jetzt einfach D gesagt und Bestand gemacht, damit du halt da draufklickst und es hat funktioniert. Weil hättest du gesagt, oh scheiße, hätte ich dann was anderes genommen. Was hättest du gemacht, wenn ich gesagt hätte, oh cool, richtig, aber es wäre falsch, hm? Ja, Lukas, weil ich weiß, dass du darauf nicht kommst. Krieg eine Fresse. So. So, Lukas, wie viel Zeit haben wir noch? 5, 6 Minuten, komm, ey. Was machen wir als nächstes so? Wir haben jetzt Ausweich und haben jetzt einen Führerschein. Ja, einen Job brauchen wir doch. Achso. Da muss man doch slash Stadtteil eingeben. Da ist kein Job. Hä? Wo war denn jetzt Job? Ach, wir gehen mal raus und machen mal slash Navi. Ach ne? Genau, der Navi. Was würde man bloß ohne Navi machen? Und unsere Roller sind natürlich von alleine weggefahren. Das ist halt neueste Technologie. Was für eine Scheiße hier. Was ist denn das hier mit dem PD? Haben sie nicht anders verdient hier, ne? Baustelle. Scheißdreck hier. Ja, Scheißdreck. Fahrzeuge, ist das zum... Zum Kühe melken? Was? Ja. Wo sind wir überhaupt hergekommen, Alter? Wir sind doch einsame Penner, wir wissen... Was gehst denn du in meinem Kreis? Mein Gott, schreibe ich doch nicht so ein, ich weiß gerade... Ich wollte gerade... Ah! Au! Oh, Kollege, der Boss ist hier, ne? Ich habe diese Doppelteilen... Okay, ne. Ui, die sind auf jeden Fall schon mal sehr hilfsbereit. Uns kann man nicht mehr helfen, weißt du? Das ist bestimmt eine Kidnapping. Da ist ein Polizist, hallo? Man weiß ja nie, ne? Ja, die halten sich auf jeden Fall in die StVO. Sieht man hier? Schön einfach die Kurve genommen und reingedriftet. Wie ist es gehört?
Einfach mal. Ja. Ja, ey, Lukas, diese Laterne bezahlt der Staat. Scheiß drauf. Also hier die ganzen Steuerzahler, ist doch egal. Läuft. Ach, das ist in dem alten Hotel. Echt? Jo, kann ich mir denken. Du kannst denken. Rote. Rote. Grüß an Gib. Geil, ey. Danke. Willkommen im Arbeitsamt. Benutze slash job. Benutze slash job. Slash? Slash. Oh. Wow, Bodyguard. Boxer. Pizzalieferant. Never. Was? Straßenmeisterei? Ey, Lukas, wollen wir Straßenmeisterei machen? Was für ein Ding? Holzfäller. Holzlieferant. Wollen wir Holzfäller machen? Holzfäller, komm. Bob, der Meister. Hey! Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Oh, hallo Mutti. So, als Holzfäller kannst du Bäume umfällen und dir so Geld verdienen. Was hast denn du gerade gemacht? Ich hab, kostenlos im Arbeitsamt ein Getränk bekommen. Ah, das ist ja nett. Wie kommen wir müssen wir da jetzt hingehen? Wir kommen jetzt hier raus. Das, die haben uns verarscht. Bestimmt Exit, ne? Ja, slash Exit. Jetzt sind wir hier wieder am Arsch sterben. Okay, jetzt müssen wir, Navi. Wo ist denn unser Job? Ne? Ja, slash, ja, warte, ja, hä? Machen wir einfach mal hier, Arbeitsamt. Oder wollen wir einfach mal ein slash Report machen? Jetzt schon. Ist schon soweit. Ja, wir können mal testen oder wollen wir das im nächsten Part machen? Und nee, frag mal wo. Nee, warte. Du doch mal, weil ich hatte doch beim letzten Mal gemacht. Da kannst du jetzt auch mal fragen. Was sollen wir denn fragen? Na. Ach, guck mal, da ist ein rotes Dreieck auf der Map. Dreieck nicht vergessen! Der musste sein, tut mir leid. Geil. Wir haben echt keine Fahrzeuge hier. Immer diese armen Deutschen! Ohne diese Fahrzeuge! Huch, das ist ein bisschen anstrengend. Wo hüpf ich denn hin, ey? Oh. Sag mal, wie weit ist denn? Nee, ich will es gar nicht wissen. Ich laufe einfach mal hier in der Gegend rum. Wie alt ist wer? Aber guck mal, ist dir schon aufgefallen, dass auf unseren Köpfen Neuling da steht? Ja, ja. Das ist bestimmt, dass man so ab Level 3 dann kein Neuling mehr ist. Guck mal, was du auf dem Schild stehen hast. Das ist auch lustig. Hier. Well, bed for money, ja. Ich will ein Bett für Geld. Oh. Der will ein Bett für Geld. Oh, nee, okay. Alter, lassen wir es lieber kommen. Ja, ich glaube, Englisch ist jetzt nicht so unser Ding. Aber das ist doch scheiße hier. Wo kriegen wir denn den Noob-Roller her? Schon langsam mit Krampf hier jetzt im Namen. Haben wir da nur 125 Lukas, nein, dein Name ist trainiert. Was soll das jetzt wieder heißen? Nur weil ich jeden Tag Etiketten schneide, ist es nicht, dass ich trainiert bin, ja? Ach, machst du das jetzt ernsthaft nur, Lukas? Nee, es ist der hat's rausgenommen, die Anzeige. Achso, das kann man also hausen hier. Hausen, oh, kaufen ein Haus. Also ein Haus kann man kaufen. Ein Haus, ist mir ja. Neu. Ist mir ja neu. Ein Zweiraum-Apartment für Lukas, wie viel? 800.000? Oh, Level 5. Oh, ja. Man munkelt. Oh, oh. Man munkelt Alter, auf. Sonst Mikrofon rein, ey. Man munkelt auf Kredite der Bank, aber. Ein Credits? Nee, das war. Das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt was ganz anderes. Die Villa ist geil, ja. Holen wir uns morgen, ne? Jojo. Ey, das kotzt mich jetzt schon an, dass wir hier keinen Roller haben. Alter, wir rennen hier durch die Pampa so und wissen nicht mal, wie weit das ist. Das ist bestimmt 3000 Kilometer entfernt und wir laufen dahin, ey. Das ist einfach wieder mal. Wir sind Extremsportler, weißt du? Ja, nee, natürlich. Das Marathon furzt dagegen. Oh! Ja, aber nicht verrecken, ey. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin jetzt unten auf der Straße. Auf der Straße? Ja.
Oh, da hinten sehe ich, blablabla, ja, wow, was geht's? Hä? Das ist Berg. Eisberg? Da hinten sehe ich schon Bäume. Eisberg. Eisberg, ey, Eisberg. Ja, Lukas, wollen wir mal die Story erzählen? Ich weiß ja nicht, das ist wieder dann so... Ja, komm, erzähl, komm. Kannst du erzählen. Ja, ich habe gesagt, du, weil du das erlebt hast. Ich habe... Nö, wir haben es zusammen erlebt. Hand in Hand. Ah, da ist der Job, hey. Wir haben es geschafft bei der alten Ballerspace von einem Server, dessen Namen wir jetzt nicht nennen möchten. Weil wir machen jetzt ja, einen Server-Test, ja. Wollen ja keine Werbung machen jetzt. Gut, also echt zu bemängeln sind die Dinger. Vielleicht wurden die uns ja auch geklaut, aber keine Ahnung. I don't know. Gut, ich warte mal hier am Ziel. Ja, und dann machen wir dann hier mal auch einen Cut. Jo, passt auch perfekt dann. Da bin ich echt mal gespannt, wie auf dem Server so ein Holzfäller-Job umgesetzt wird. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Gut, dann, jo, verabscheuen wir uns jetzt hier mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, es gab zwar doch kleinere Schwierigkeiten, aber nichts ist uns zu schwierig. Homie. Ha, ha, ha. Und damit tschüss. Tschüss.